Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Marktradikalen. Ich bin Unbasiert und ich habe euch heute ein Tutorial mitgebracht, wie ihr einen eigenen Bitcoin-Node mit Hilfe von Umbrell auf einem Ubuntu Linux aufsetzen könnt. Ich habe das bei mir in einer virtuellen Maschine aufgesetzt, natürlich mit genug Speicher. Und ja, ich möchte euch jetzt im Prinzip einfach nur mal kurz durch die Installation von Ubuntu führen, falls ihr das selbst noch nie gemacht habt. Also ihr legt dann quasi eure Live-CD oder euren USB-Stick ein und startet davon dann das System. Das kann auch eine echte Hardware sein oder eine virtuelle Maschine. Irgendwie ein Computer, den ihr noch irgendwie rumliegen habt oder so, wo ihr irgendwie einen Terabyte Festplatte anschließen könnt. Wie auch immer. Ja, und da würde ich euch mich jetzt hier einfach nochmal durchführen. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier alles natürlich auf Deutsch ausgewählt. Ich nehme die minimale Installation und Drittanbieter, Software bzw. Treiber nehme ich auch mit. Die normale Installation mit Büroanwendungen und so ist halt unnötig. Ich hatte eine neue Festplatte erstellt, deswegen installiere ich einfach direkt auf die neue Festplatte. Ja, Zeitzone Berlin. Dann gebt ihr noch euren Namen ein oder euren Nick oder wie auch immer. Dann den Namen des Rechners, wie der heißen soll oder wie die virtuelle Maschine da im Netzwerk erkannt und heißen soll. Ja, legt euch dann noch ein nettes Passwort fest. Meins ist natürlich etwas schwach, aber das ist ja jetzt auch nur hier zum Demonstrieren. Eine automatische Anmeldung gibt es auch noch. Ja, und dann dauert die Installation eine Weile. Hier habe ich das jetzt einfach mal geschnitten, um ein bisschen Zeit zu sparen. Wäre Quatsch, wenn ich euch jetzt die ganze Zeit zugucken lasse, wie das installiert. Ja, nach der Installation muss der Rechner einmal neu gestartet werden. Beziehungsweise die virtuelle Maschine. Da müsste man dann auch entsprechend, wie wir gleich angezeigt kriegen, das Installationsmedium herausnehmen und dann nochmal Enter drücken oder nochmal neu starten, je nachdem. Und beim ersten Start können wir direkt den ganzen Quatsch da überspringen. Systeminformationen senden wir natürlich nicht. Ja, Ortungsdienste brauchen wir nicht, den ganzen Quatsch brauchen wir eigentlich gar nicht. Stellen wir uns noch eben kurz für euch die Display-Auflösung etwas anders ein, damit das ein bisschen angenehmer wird. Und können dann eigentlich auch schon starten. Ich habe mir ein kleines Skript selber gebastelt, nach dem ich jetzt vorgehen werde. Wir starten erstmal ein Terminal. Das Skript habe ich mir natürlich zusammengesucht und selbst noch ein bisschen erweitert und verfeinert. Das werde ich auch in der Beschreibung unten verlinken. Das wird auf dem Hive-Blog von mir verlinkt sein. Ja, im Prinzip gehen wir da einfach alle Befehle durch mit Kopieren und Einfügen. Wir machen erstmal ein Update von unserem Applikationsmanager. Dann installieren wir uns NetTools. Daraufhin dann den OpenSSH-Server. Der wäre dafür da, dass man demnächst irgendwie mal remote darauf zugreifen kann, um dann nicht unbedingt die Desktop-Oberfläche zu nutzen. Jetzt machen wir nochmal ein Datenbank-Update, warum auch immer. Und jetzt werden im Prinzip noch ein paar Pakete installiert, die jetzt für die Software nachher gebraucht werden. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ja, da hätte ich noch etwas schneiden können. Es tut mir leid. Dann holen wir jetzt noch den GPG-Key und Fingerprinten den dann einmal und gucken, ob's alles supi ist. Von Docker quasi. Also wir sind jetzt schon in der Docker-Installation. Dann laden wir uns quasi ein Repository in unser Linux, damit der gleich weiß, wo der denn die Docker-Installationsfiles herbekommen soll.
Also es rennt hier alles ein bisschen schnell durch. Ihr könnt auch gerne pausieren zwischendurch, aber es ist eigentlich nur eins nach dem anderen reinfügen und ab und zu mal mit Ja bestätigen. Zum Beispiel jetzt. Das wäre jetzt quasi die Docker-Installation selbst. Danach brauchen wir auf jeden Fall Docker Compose. Das werden wir dann noch nachinstallieren, beziehungsweise in das Verzeichnis schreiben, herunterladen. Über die Fehlermeldung habe ich mich auch ein bisschen gewundert, die da rot ist, aber die scheint nichts zu tun. Also danach läuft alles. Ah, jetzt hatte ich mich während der Aufnahme darüber gewundert. Es tut mir leid, dass ich das so lange. Naja, gut. Jedenfalls hauen wir das jetzt noch rein, dann geben wir dem Ordner noch Rechte. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Jetzt müssen wir noch ein paar Komponenten installieren, die Umbrel dann gleich braucht. Das wäre ja der Bitcoin-Node. Und ja. Dann erstellen wir daraufhin noch ein Verzeichnis in unserem Home-Verzeichnis mit MKDir Ultra, oh lol, MK Ultra, genau, mit Umbrel. Was bin ich durch? Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Dann gehen wir in das Verzeichnis rein und laden uns da dann noch mal das Umbrel-Archiv runter. Das wird auch direkt entpackt und dann können wir schon mit diesem Skript Umbrel starten. Jetzt lädt er sich natürlich erstmal ganz, ganz viel Kram noch runter. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie gekürzt habe oder nicht. Ich hoffe es eigentlich. Ja, und damit sind wir fertig mit der Installation. Wir bekommen da noch zwei IP-Adressen, beziehungsweise eine IP-Adresse und eine Onion-Adresse fürs Tor-Netzwerk angeboten. Da ist auch Tor mit drin bereits. Wir rufen jetzt die umbrel.local auf in unserem Firefox-Browser, der bei der minimalen Installation mit dabei ist. Das wäre dann quasi der erste App-Start. Und dann geben wir erstmal unseren Namen ein. Dann vergeben wir ein Passwort, das diesmal vielleicht etwas sicherer sein sollte als das erste, was ich eingegeben habe. Und das ist es auch. So, und dann müssen wir unsere 24 Wörter aufschreiben, um unsere Wallet wiederherstellen zu können. Das habe ich jetzt hier einfach mal alles ein bisschen geskippt, weil die Wörter will ich euch ja nicht sagen. Ja, und im nächsten Schritt kommen wir dann nochmal unsere Adresse angezeigt, worüber unsere Node per Tor erreichbar ist. Dann kriegen wir noch erzählt, dass das alles noch Beta ist und dann geht das Konfetti los. Und damit sind wir praktisch fertig. Der Node connectet jetzt zu anderen Nodes und beziehungsweise Peers und lädt sich jetzt die Blockchain runter. Das war's eigentlich. Viel Spaß damit.